Hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Digifernunterricht. Ich bin Philipp Wampfler. Das hier ist meine Schule, die Kantonsschule Enge. Da ist niemand außer der Hausdienst, der gerade Frühjahrsputz da durchführt. Ihr seht wunderschönes Wetter hier heute in Zürich. Da drüben ist noch Google in Zürich. Also es passt irgendwie alles zu dieser Folge. Und ich möchte heute über Vertrauen sprechen. Wenn ich hier im Schulhaus bin, mit den Klassen im Schulzimmer arbeite, dann ist Vertrauen die Grundlage meiner pädagogischen Arbeit und ich bin sehr überzeugt von der Prämisse, dass ich Vertrauen erst vorschießen muss, damit es zurückkommt. Was heißt das konkret? Ich muss Schülerinnen und Schülern Gelegenheit geben, mein Vertrauen missbrauchen zu können. Sie müssen merken, dass wenn sie Fehler machen, dass ich das toleriere, dass ich Fehler als Lernchance ansehe, dass ich ihnen Raum gebe, um sich zu entwickeln, um auch eigene Wege zu gehen, abseits von dem, was ich vielleicht erwarte von ihnen. Und diese Gelegenheit ist jetzt im Digifernunterricht viel, viel schwieriger zu finden. Also wo sind die Räume, wo Vertrauen entstehen kann, wo vielleicht auch Kontrolle möglich wäre, aber die Kontrolle nicht eingesetzt wird, wo Scheitern möglich ist, wo vielleicht auch Verweigerung möglich ist. Und all das anzusehen und nicht frustriert zu sein, wenn sich einzelne Schülerinnen und Schüler verweigern, wenn sie vielleicht nicht das tun, was ich erwarte. Heute hatte ich eine Videokonferenz, wollte ein Schüler noch was sagen und er hat mir gezeigt, wie super er eingerichtet sei. Er habe großen Fernseher, um Netflix zu schauen und ganze Kiste voll Red Bull, um sich da wach zu halten, wenn er Netflix schaut. Und das hat überhaupt nicht nach Arbeit ausgesehen, was er da gemacht hat. Und trotzdem braucht es halt das Vertrauen, auch meint eher so störenden, vielleicht unpassenden Beiträgen umzugehen, darauf zu vertrauen, dass Schülerinnen und Schüler lernen werden, dass sie auch in diesen rebellischen, verweigernden Phasen etwas tun, vorankommen und ich trotzdem präsent bin, ihnen Gelegenheit gebe zu lernen. Also Arrangements schaffen, wo sie eigene Wege gehen können, wo sie Fehler machen können, wo sie Scheitern erleben können, sind deshalb wichtig, weil es ihnen die Möglichkeit gibt, mir zu vertrauen, zu merken, ich begleite sie auch da, wo ich vielleicht nicht damit gerechnet hätte, dass sie hingehen. Ich vertraue ihnen, so dass sie mir vertrauen können, mir das Vertrauen schenken können und das gibt mir die Kraft und die Möglichkeit, auch in weiteren Lernschritten sie motivieren, begeistern, animieren zu können, um weiterzukommen. Und wenn Sie das halt gar nicht wollen, gar nicht können, wenn Sie mir nicht vertrauen, wenn ich für Sie keine Bezugsperson bin, mit der Sie vorankommen, dann hätte der Zwang hier auch wenig gebracht und ich denke, wir wären nicht weitergekommen. Also ganz kurz, in diesem Präsenzunterricht im Schulhaus ist es für mich viel einfacher, Vertrauen zu generieren, weil es viele informelle, nebensächliche Gelegenheiten gibt. Es gibt Störungen, es gibt Gespräche vor einer Stunde, nach einer Stunde, während einer Stunde, in der ich so ein bisschen demonstrieren kann, performativ, dass ich eine Person bin, der Sie vertrauen können, die auch mit Dingen, die Sie sagen, respektvoll umgeht, die verlässlich ist, die das tut, was sie sagt, die Vereinbarungen einhält. Das Ganze kann ich natürlich online auch tun, also auch da zeige ich, dass ich präsent bin, dass ich verlässlich bin, dass mein Wort einen Wert hat, dass ich mich an Abmachungen halte. Und trotzdem erreiche ich halt nicht alle Schülerinnen und Schüler gleich, nicht alle nehmen das wahr, was sonst in einem Schulzimmer tatsächlich auch der Fall wäre. Also was macht er jetzt? Wie geht er jetzt mit der Situation um? Das sehen die Schülerinnen und Schüler und online sehen es vielleicht nur einige, viele blenden es aus und das ist anstrengend, es braucht mehr Energie, um diese Vertrauensarbeit, diese Beziehungsarbeit leisten zu können und trotzdem ist es ganz, ganz wichtig, um meine Arbeit durchführen zu können. Ich danke fürs Zuschauen, bis bald, bis zum nächsten Mal, tschüss.